Das ist durchaus die Möglichkeit vorhanden. Allerdings muss dann die Klarheit sein, dass das Kosovo in der Lage ist, die Pässe so zu haben, dass das technisch erforderlich gegeben ist, mit den maschinenbar lesbaren Pässen, mit der Möglichkeit, dass da Fingerabdrücke und solche Maßnahmen drin sind. Und es muss gewährleistet werden, dass diejenigen, die unberechtigt in der Europäischen Union verbleiben, dann auch wieder zurückgenommen werden, um auf diese Art und Weise das nicht als eine Öffnung für Auswanderung zu haben.